Um auf unser letztes Problem wieder zurückzukommen, ja, wir haben hier die Ad-Zeichens oder wie auch immer sie nennen wollt, die Dinger, die man bei einer E-Mail immer schreibt. Um das zu ändern, probieren wir jetzt etwas aus, bevor wir zur nächsten Folge springen. Dazu springen wir auf den Quellcode. Das hier kann ich gerade beenden. So, Quellcode. Und zwar, wo haben wir es? Achso, wenn ihr wissen wollt, was hier passiert ist, einfach bitte letzte Folge gucken. Da ist alles wunderschön erklärt. So, wir schreiben hier einen if-Befehl hin. Ne, nochmal, um es zu sagen, alle neuen Leute, die sich hier verlaufen haben, soweit sind wir mit unserer Erklärung noch nicht. Das ist für meine Klasse, weil wir am Freitag eine Arbeit schreiben. Ja, Lazarusarbeit. Wir sagen hier, wenn der Wert, der hier oben ja deklariert ist, über, also gleich, ne, gleich über 56 ist. Also wenn der Wert größer als 56 ist und, na, jetzt kann man es auch gleich ganz groß schreiben, und der Wert kleiner als, die kleinste Zahl müsste 90 sein. Genau, da müssen wir jetzt halt nochmal auf das Foto gucken. Ich zeige euch das nochmal gerade. Der Internetseite, wie gesagt, alles gezeigt. Internetseite ist auch in der Videobeschreibung drin, von der letzten Folge ebenfalls. Wir haben hier die Großbuchstaben. Es geht hier um die Großbuchstaben. Wir haben 65. In unserem Quellcode haben wir auch mit 65 angefangen. Das heißt, größer als 65. Und kleiner als 90. Jetzt müssen wir mal gucken. Der letzte Buchstabe ist bei mir eigentlich das Z. Und der Z ist 90 groß. Wie gesagt, ist hier alles ein bisschen verpixelt. Guckt auf der Internetseite nach. Da seht ihr es halt nochmal genauer. Ja, also halt, wenn der Buchstabe in diesem Bereich ist, zwischen 65 und 90, wenn er in diesem Bereich ist, dann beginne mit folgendem. Wo habe ich sie stehen? Da. Dann beginne hier den Wert halt wieder in einem Buchstaben einzulesen und gib das halt auch wieder aus. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier geschrieben haben, sollte unser Problem gelöst haben. Wir haben hier das End mit dem Semikolon gesetzt, bedeutet, wir brauchen kein Else, weil hier ist einfach unser If zu Ende. So, einfach mal kurz starten und gucken, ob es hier funktioniert. Das sieht gut aus, das sieht toll aus. Ich wechsle mal gerade okay, ich habe hier ein End vergessen. Das kann vorkommen. So, einfach nur ein End vergessen. Kein drastischer Fehler, wurde mir halt auch darauf hingewiesen, dass ja halt eigentlich ein Komma vermisst wird und ich habe ein Komma gesetzt, ein Endkomma und ja, fertig. Jetzt warten wir hier noch ein Stück und da ist unser Programm. Wenn ich jetzt hier draufklicke, da. So, wenn ich jetzt nochmal mache, hier der Text sieht gut aus. Und dann auf Kleinschreibung gehe, passiert einfach nichts. Das ist schön. Der. Hä? Ich bin zufrieden. Ja, ich weiß auch genau, warum das nicht funktionieren kann. Da hätte man natürlich vorher dran denken sollen. Wem es aufgefallen ist? Ja, natürlich. Wir haben ja hier plus 32. Das ist ja schon, wenn wir bei 65 anfangen und dann 32 dazu rechnen, dann sind wir ja schon bei einer ganz anderen Zahl. Aber von daher schreiben wir einfach nur Wert ist gleich Ordnungszeichen. Das heißt, erstmal lesen wir nur die Zahl ein. Nur die Zahl einlesen. Dann machen wir der Wert. Na, oder, was kann man machen? Zeichen. Wert ist gleich Zeichen. Nee, warte, das ist ja auch nicht richtig. Wir müssen den Wert erhöhen. Wert plus 13. Nur wenn das stimmt. Und das müsste dann das der neue Wert sein. Wert. Der Wert ist gleich der alte Wert plus 32.
Und der alte Wert, der Wert wird dann wieder hier reingeschrieben, aber auch nur, wenn es zutrifft. Wenn nicht, dann, ja, dann bleibt es halt einfach so. So, in der Hoffnung, dass es jetzt richtig sein sollte, probier es halt nochmal aus. Ups, kann passieren. Ihr seht, so kann auch nicht bei mir alles direkt beim ersten Mal funktionieren. Wir gehen wieder auf die Form und schreiben der Text einfach nur als kurzes und wir haben hier DT. Das bedeutet, wir sind noch nicht ganz fair. Ah ja, okay. Wir sehen, jetzt wird nur der große, die großen Buchstaben angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt der Text schreibt sich blöd. Und dann das machen würde, der Text schreibt sich blöd, das ist, also ja klar, das passt, das versteht er nicht, weil er halt hier Ö nicht kennt, also kennt schon, aber Ö halt nicht als Groß- und Kleinschreibung im ANSI-Code angerechnet wird. Aber sonst, der Text schreibt sich blöd. Wie gesagt, das ist halt, da muss man halt wirklich mit Großbuchstaben schreiben, sonst kriegt man halt wirklich nur die Großen angezeigt, die da. Sonst kriegt man nur die Großen angezeigt, wie gesagt, wenn man der, ich mach's nochmal. Text, so. Und wenn ich jetzt so klein schreibe, kriege ich nur das D und das T in klein angegeben. Ja, wie gesagt, das ist auch nur unser jetziger. Unser jetziger Stand, ich möchte aber gerade was probieren. Und zwar, indem ich im. Ich mache das jetzt gerade mal mit euch zusammen. So, indem ich einfach die Zeile hier runter verschiebe. Gucke ich mal, ob das vielleicht so auch irgendwie funktioniert. Ich wäre ja sehr interessant. Auf geht's. Testen wir erstmal aus. So, wenn ich jetzt schreibe, der Text. Okay, also ich habe. Sehr gut. Ja, so viel dazu. Freue ich mich. Schön. Also, achso, habt ihr gerade gar nicht gesehen, aber es funktioniert. Zeige ich auch gleich gerne nochmal. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich habt ihr gesehen, einfach nur die Zeile hier habe ich halt nach unten gezogen, weil das hat er immer nur dann gemacht, wenn die, wenn das hier halt zustimmt, also wenn das richtig ist, wenn das wahr ist, nur dann setzt er das Zeichen. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass das Zeichen ja immer setzt. Deswegen einfach unter den Wenn-Befehl packen, damit jedes Zeichen auch gezeigt wird. Jetzt zeige ich es aber auch gerade nochmal, weil es sich nicht lohnt, noch was Neues anzufangen. Quellcode. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann noch um das letzte Thema in der Arbeit. So, wenn ich jetzt hier der Test ist, Gott, schwer. So, wenn ich jetzt auf Kleinschreibung gehe, dann wird ja das halt angezeigt. Der und Test ist klein geschrieben. Grammatikalisch nicht richtig, aber unsere Aufgabe erfüllt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen der Folge 2 und sehe euch dann gleich wieder in der nächsten Folge, wo es dann darum geht, zu kodieren. Ja, bis gleich zur Kodierung.